Heuschnupfen stinkt Assi und damit herzlich willkommen zum Freunde des gut kultivierten Achterbahnbaus zur dritten Folge MCE at Work. Wir sind in der fünften Staffel in der verrückten Burg drin. Und wir haben, wenn wir jetzt gerade bei Verrückten sind, ich habe auch den Manuel wieder dabei. Hallo. Genau. Und du hast das Gebäude gebaut. Oder war das das letzte Mal schon da? Was habe ich gebaut? Da unten, da, dieses Gebäude. Das Dann hässliche habe ich wohl Gebäude habe ich schon in der das ersten Mal Folge nicht aufgepasst. gebaut. Echt? Ja. Entweder habe ich ein schlechtes Gedächtnis oder ich habe es einfach nicht geblickt. Schlechtes Gedächtnis. So wird es sein. So wird's sein. Also gut, ich habe mir überlegt am Anfang der Folge, was will ich bauen, werde ich bauen wollen. Und ich habe mir gedacht, ich habe dann per Zufall gesehen, dass ich das tapische Überkopfschiff habe. Und da das Überkopfschiff immer eine ziemlich sichere Einnahmequelle ist, habe ich das dann auch gleich mal gebaut. Also, ihr seht mich jetzt dann gleich, wie ich es bauen werde. Also so ein bisschen und so. Weil es einfach eine gute Einnahmequelle ist und überhaupt und so generell. Ja, ich habe komplettes Startbild, aber egal, mach einfach weiter. Oh, Bildwechsel. Zur Erklärung, warum ich komplettes Standbild habe, ich lade gerade für euch Big B baut Endlos Folge 11 hoch, da irgendwie so. Genau. Jetzt ist Internet überlastet, aber egal. Das heißt, wenn ihr seht, wann Big B Folge 15 rausgekommen ist, dann könnt ihr in Elf. etwa erahnen, wann wir das aufgenommen haben. Und wer das errät, der, keine Ahnung, kriegt der Lolli kriegt der nicht, ist mir zu teuer. Jan, es ist Folge 11 und nicht Folge 15. Das ist mir wurscht. Mir aber nicht. Wer errät, wann er Folge 11 hochgeladen hat, der bekommt was. Der wird namen, der genau, der wird namentlich in Folge 4, Folge 4 genannt. Genau. Wer es errät, und wenn es keiner errät, dann nennen wir diejenigen, die es am schlechtesten erraten haben. Oder so. Aber du bist dir schon bewusst, dass meine Folge wahrscheinlich vor dieser Folge hier oben ist, gell? Genau. Hm? Durchaus. Sogar ziemlich sicher. Die Leute schreiben dann bei mir in die Kommentare, wann sie denken, dass wir das hier aufgenommen haben, während, weil wir laden, nehmen das Ach hier so. ja auf, während du deins hochlädst. Das heißt, wenn sie schlau sind und aufgepasst haben, sehen sie, wann das Gib euch einen Video Tipp. rausgekommen ist, Das deins. Datum ist eine Primzahl. Also zumindest die Tageszahl ist eine Primzahl. Ich habe keine Standbilder mehr. Juhu. Dann kannst du auch mal gleich erklären, was denn eine Primzahl ist. Eine Zahl, die man nur durch 1 oder sich selbst teilen kann. Richtig. Ich glaub's ja nicht. Ha! Bist du der Wahnsinn? Ja, siehst. Nächstes Jahr bin ich so cool wie du und komme in die Oberstufe, da muss ich das können. Ja, stimmt, das war eine der ersten Sachen, die unsere Lehrerin mit uns gemacht hat. So spaßeshalber. Ach nee, stimmt, das war Primzahl. die GFS von einem Freund, die war das. Der hat eine GFS über Primzahlen gemacht, hat dann eine riesengroße Primzahl an die Wand geworfen. Und am Ende war das, also auf ein Overhead, so eine, keine Ahnung, wie lange Primzahl, ewig lang auf alle Fälle, in so einem Würfel angeordnet. Und hat es an die Wand geworfen, hat behauptet, es wäre eine Primzahl, dabei war es gar keine. 3, 5, 7, 11, Ja, das war halt so 13. eine mega lange, also, keine Ahnung. Ich tippe jetzt mal Ja. auf 100 Zahlen, also 100 Zahlen in die Länge, 100 Zahlen nach unten. Ewig lange Zahl. Könnt ihr mal ausrechnen. 100 mal 100 sind. Ach, jetzt. 10.000. Genau. Also 10.000 Zeichen lang. Und es hat behauptet, es wäre eine Primzahl. Und das letzte Zeichen war einfach eine 2. Jetzt alle, die aufgepasst haben, welche Zahl sind garantiert keine Primzahlen, außer 2? Zahlen, die eine 2 hinten haben. Alle Zahlen, die Und 4. gerade enden. Oder Primzahlen. 6. Ach so, ja, wenn man so ausdrücken will. Genau. Ich sage 2, 4, 6 und 8. Das wäre auf meine Art auch richtig. Alles, Oder was mit 0. 2, 4, 6, 8 oder 0 endet, ist keine Primzahl. Fast alles. Es gibt ja Ausnahmen. Sachen, wo auf 9 enden sind, glaube Nicht ich. Ah, nee, zwingend 19. Primzahl. 19.
19. Aber nee, also sie sind nicht zwingend Primzahlen, aber können auch welche sein. So was aber auch. Heidenai, Herr. Ich finde den Woody im Übrigen extrem schnuckelig. Das wollte ich einfach mal sagen. Was heißt schnuckelig? Interpretiert er was selber draus? Ja, das, was ich gerade interpretiere, das ist nicht jugendfrei. Erotisch. Ja, hallo. Naja. Naja. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt sehe ich den ganzen. Ja, wirklich Es eine ist ein Kind, Glanzleistung aber ist es die. ja nicht, aber mein Gott, was soll man machen? Egal, bringt Geld. Geld ist Geld, genau. Ob der 1000 Meter lang oder 2000, Geld ist Geld. Geld ist Geld und genau, sowieso. Ah, das nuckelige Bäumchen. Wunderschön, Herr. Immer wenn ich meinen Park sehe, dann bekomme ich. Ha, da wird es mir ganz warm ums Herz, das ist der Wahnsinn. Okay, lassen wir das jetzt mal. Ja, also man sieht, dass ich eigentlich hauptsächlich dabei bin, Sachen zu bauen, die mir Geld bringen. In alle Varianten. Ist ja logisch, ne? Ist ja logisch, eigentlich, vielleicht nicht für jeden logisch, aber doch zumindest nachvollziehbar. Ich hoffe mal, dass ich dann relativ bald in der nächsten Folge die Looping-Achterbahn bekomme. Dass ich mir dann auch mal sowas, so eine große Achterbahn in den Garten setzen kann. Da habe ich mir nämlich schon einen Platz ausgesucht, nämlich wird hinter der Überkopfschaukel. Also der Durchgang, der momentan zwischen Spiralrutsche und Übergang, Überkopfschaukel nach hinten geht, der wird später unter dem Eingang von der Achterbahn durchgehen. Und auf der anderen Seite wird dann der Eingang und der Ausgang von der Achterbahn sein. Und das Ganze wird sich um einen Schwarzkopf Shuttle Coaster handeln. Für alle die damit was anfangen Ah. können. Das hat sich jetzt so toll angehört. Kommst du mit Schwarzkopf-Shuttle? Ja, natürlich. Heißt Shuttle Rundkreis bei dir oder einfach nur turbinemäßig? Turbine, genau. Oder Turbine? Was weiß denn ich? Für mich ist es Turbine, Turbine Turbine fertig. heißt das Teil, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist Deutsch oder Englisch ist doch Wayne. Ja, es gibt das Spieleentwicklerstudio, das heißt Turbine, wird aber genauso geschrieben. Also wird es Englisch ausgesprochen und der Achterbahn wird Deutsch ausgesprochen und da komme ich immer durcheinander. Könntest die Blume auch selber machen, so mit Busch und so. Könnte ja, war aber zu faul. Macht aber einen besseren Eindruck. Ja, das ist jetzt hier nicht mein Ja, ich muss dich Skill-Zeig-Let's jetzt Play, recht ja? erklären, ja, kann ich auch ein bisschen guten Eindruck machen, ne? Ist Die Zuschauer wollen ja auch was lernen. die Zuschauer halten dich sowieso für den Vollassi-Gott, also von daher muss man denen nichts vorbeibringen. Ja, und wenigstens bin ich ein Gott. Ja. Und übrigens, wir bekommen bald eventuell nochmal ein Gott. Habe ich hier gerade mal ICQ Bestätigung bekommen, dass ich hier mal Sage machen darf, dass eventuell demnächst von einem Mitglied von der World, der nennt sich Joker, der ist auch auf angemeldet, glaube ich. Bin mir sogar ziemlich sicher. Der wird uns demnächst mal ein paar CSO-Parks vorstellen und auch vielleicht bauen, damit ihr auch mal ein bisschen einen anderen Einblick bekommt. Immer nur Non-CSO, sondern auch Custom Scenery. Ich meine, ist noch nicht sicher, aber wenn er es macht, wird es bestimmt gut werden und dann seht ihr auch mal ein bisschen was anderes als den langweiligen Baustil hier von Jahren. Genau. Ich habe Startbild. Ja, das ist mir wurscht. Hei, hei, hei.
Es kann auch sein, dass wir nachher da ein Problem kriegen, weil als du da gerade deinen Wortschwall losgelassen hast, bist du zumindest bei mir ziemlich abgehackt angekommen. Vielleicht hat es mein schlaues Programm trotzdem aufgenommen, sodass wir dich in der Aufnahme dann sprechen hören, wie Gott dich schuf. Mein eigener Gott. Und mein ICQ. Was ich übrigens auch nochmal sagen kann, wenn wir hier schon bei großen Ankündigungen sind, da mein richtiger Park jetzt endlich fertig ist, soweit, also der wird jetzt noch getestet, und wenn die Tester damit fertig sind, wird dann noch ein bisschen was dann entsprechend verändert und dann wieder eingeschickt. Und das heißt, dass ich jetzt momentan kein laufendes Projekt habe, außer dem hier, was bedeutet, dass ich wahrscheinlich demnächst anfangen, einen richtigen Park zu bauen. Also eine Art Endlospark, ähnlich wie Big B das momentan macht. Nur dass ich mir halt festere Vorgaben stecke. Ich habe dabei gedacht an einen Park auf einer Insel, also ähnlich wie Cedar Point. Und da bin ich momentan noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache. Ob ich euch bei der kompletten Entstehung dabei sein lasse, was aber heißt, dass wir die ersten 5 Folgen im Prinzip einfach nur Landschaft verändern, weil ich dafür erstmal eine Karte bearbeiten muss. Eine riesengroße Karte, ich schätze mal 150, 150, in der Größe wird sie sein. Die komplett absenken, dann eine komplette Insel aus dem Boden stampfen, in der Größe, wie ich sie brauche. Dann können wir jetzt anfangen, den Park bauen. Und da weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mir zum Beispiel in die Kommentare schreiben. Wollt ihr da dabei sein? Oder wollt ihr da zum Beispiel nur bei einer Folge dabei sein, dass ich da eine Folge drüber mache, dann seht ihr in etwa, wie es geht. Und den Rest mache ich dann heimlich und versteckt. Oder wollt ihr, welche Möglichkeit hat denn schon, oder wollt ihr alles sehen? Keine Ahnung. Also im Prinzip, soll ich euch alles zeigen, soll ich euch eine Folge zeigen oder soll ich euch nichts davon zeigen und erst wenn die Karte erstellt ist, dann erst anfangen zu zeigen. Vergiss die Uhrzeit nicht, gell? Sonst überziehen wir wieder. Ach, scheiß drauf, überziehen. Ich störe die doch eh nicht. Aber wir haben ja noch Zeit. Mein Gott, 3 Minuten, also fast. Vorhalb oder Hätte so. ich ja nicht. Im Übrigen bin ich schwer dafür, dass du eine kleine Parkvorstellung demnächst mal machst in deinem Park. Ich bin ja hier einer der Tester und was ich bis jetzt gesehen habe, war ganz ordentlich, um es mal so auszudrücken. Ja, ich warte aber erst, bis der ganze Spaß eingesendet und veröffentlicht ist, weil sonst kommen die vielleicht noch auf die Idee, dass ich das Teil schon veröffentlicht habe, bevor sie es bekommen haben, und das finde ich nett. Also ich werde auf alle Fälle erstmal warten, bis die Bewertung von denen, also bis die Sache eingeschickt und ist und so weiter und die ganzen Ich Formulierungen. die Bewertung von New Element, Genau. aber weiß nicht, ist es ja immer noch down Ne, die bei sind, denen haben oder ist es bei heute wieder auf, oder gestern Abend wieder aufgemacht. Also heute ist die erste Einsendung öffentlich veröffentlicht worden. Und es sind, so, Das die heißt, haben, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis deine Einsendung mal angeschaut wurde und so von denen. Die werden jetzt ja, wahrscheinlich ich meine, mehrere die haben bekommen. jetzt ich schätze jetzt mal auf grob 20 bis 30 Einsendungen, die bewerten müssen. Und ich meine, die können auch nicht zaubern. Und dann von den 20, 30 Einsendungen waren mindestens 5 oder 6 richtig, richtig gute dabei, die auf alle Fälle auf die erste Seite kommen. Und da muss dann noch ein Logo erstellt werden. Dann muss dann noch eine Review, also eine Beschreibung dazu verfasst werden, ein Fließtext und. Also ich schätze mal schon, also ich denke, wenn alle Tester das drin haben, das Testen an sich dauert ja meistens 1, 2 Tage. Dann das Ganze mal 5, dann sind wir fast schon bei 10 Tagen, allein für die großen Sachen. Dann nochmal die Texte zu schreiben, die Logos machen. Also wenn ich in 14 Tagen einsende, könnten die vielleicht gerade so mit der ersten Hälfte von den Einsendungen durch sein. Schätze ich mal so. Also ich kenne mich bei denen jetzt nicht wirklich gut aus, wie die das genau machen. Aber vor 4 Wochen wird mein Ding dann nicht hochgeladen sein, also veröffentlicht worden sein. Einsenden werde ich es in 2 Wochen wahrscheinlich, je nachdem, wann die Testergebnisse kommen und wie schnell ich das dann umsetzen kann. Und wann das Ding dann genau veröffentlicht ist, das steht in den Sternen. Aber wir haben es ja nicht eilig, ne? Wir haben Zeit. Zeit für die Liebe. Zeit ist Geld. Alle wollen mit. Kleine Schleichwerbung. I revolte. Schleichwerbung gleich, glaub's hackt.
Machen wir ja eh schon genug in unseren Videos, insofern Genau. auf Filz kommt's auch. So, jetzt ist es langsam Zeit, um mich zu verabschieden. Ich wünsche euch allen eine frohe Nacht und gutes Raten und wir überziehen, aber egal und so weiter. Ist ja nichts Neues, ne? Nichts Neues. So, Jo, jetzt. also, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum Tschüssele. nächsten Mal. Das war jetzt so toll, ich werde mir der Manuel auch für die nächste Folge wiederholen. Das habe ich gerade beschlossen. Das ist einfach viel Juhu! angenehmer. Wie immer halt. Wenn man so eine Fachkraft und eine Kompetenz neben sich sitzen hat, die einen dabei unterstützt. Ja, das heißt Turbinen, nicht Turbinen. Scheiß Turbine. Ne? Ja. Aller gut. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, Bis macht's nächsten gut. Lasst Mal. euch nicht vom Achterbahn überfahren oder vom Menschen nebenan. Bis bald.